Herzlich willkommen zu Follow on Tour, dem Podcast für all diejenigen, die die beste Version von sich selbst werden wollen. Meine Freunde der Sonne, es ist mal wieder soweit und ich habe einen Gast, ja, und ihr kennt ihn. Ich habe den Uwe Köhlinger wieder hier bei mir. Uwe, dritte Episode mit dir, ja, und ich freue mich, dass du da bist. Danke. Wieder mal vielen Dank für deine Zeit, ja, das als erstes. Gerne. Ich bin extrem froh, dass du da bist, weil jedes Mal haust du wieder Wissen raus so und beim letzten Mal sind wir so ein bisschen auf Diätmythen, Ernährungsmythen eingegangen, ja, und ich wollte heute mal ganz gerne mit dir da noch ein bisschen weitermachen, aber dann mal so eher in Richtung Fitnessmythen gehen. Bevor wir das allerdings tun, meine lieben Freunde, wie immer ganz kurz vorweg, ja, wenn ihr irgendetwas mitnehmen könnt heute, und es würde mich, by the way, extrem wundern, wenn das nicht so ist, ja, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr ein Like hinterlasst, wenn ihr kommentiert, damit wir in den Austausch kommen können. Klar, wenn ihr den Kanal abonniert, wäre ich unendlich froh. Und wenn ihr das Ganze auf sozialen Medien teilt und am Ende des Tages an einen Freund, Freundin oder Familienmitglied weitergebt, weil ich sag's ja immer wieder, Uwe, Mund-zu-Mund-Propaganda ist nun mal die beste Werbung, die man kriegen kann. Von daher würde ich mich darüber am meisten freuen, ja. Und dann würde ich sagen, lass uns gar nicht mal so viel Zeit verlieren, sondern mal direkt einsteigen. Jawohl. Beim letzten Mal haben wir so ein bisschen, wie gesagt, mit so Diät- und Ernährungsmythen aufgeräumt, ja, und hatten da so Dinger wie, weiß ich nicht, lieber kleine Mahlzeiten essen, um mehr Fett zu verbrennen oder abends essen macht dick und so weiter und so fort. Ne? Das hast du alles geklärt, erläutert, was da dran ist, ob das Wahrheit ist oder ob das Lüge ist. Ist ja immer ein bisschen, ist ja immer irgendwo von hinten durch die Brust ins Auge drin. Ne? Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Also ich fand es mega faszinierend, weil auch ich wieder so ein, zwei Erleuchtungen hatte, wo ich so dachte, ah, Christian, du hast noch eine Menge zu lernen. So. Aber lass uns da mal weitermachen. Ich habe nämlich mir wieder nochmal hier so ein paar rausgesucht, weil ich das unendlich spannend finde, weil es ist ja wirklich so, ne? Es gibt so viel Quatsch da draußen und ich glaube, es hilft den Leuten einfach wirklich einen Experten wie dich zu haben, der einfach mal sagt, so und so ist das und so ist das nicht. Ne? Und mit deiner Erfahrung, die du eben einfach hast und mit deinem Wissen, was du bringst, glaube ich, hilfst du einfach eine Menge Leuten. Also da auch dafür vielleicht mal danke. Ne? Habe ich ja so auch noch nicht gesagt. Gerne. Finde ich eine extrem Das ist eine kleine Lebensaufgabe Sache. Von mir. Ja, danke, dass du es. Viele schätzen es nicht so wert, die wollen lieber Produkte kaufen. Coaching wird nicht so gerne gekauft im deutschsprachigen Raum. Aber Ja. Ich bleibe trotzdem dabei, weil es gibt wenige Produkte, die ich in den letzten 30 Jahren gefunden habe, die ich sage, die kann ich so wirklich anbieten. Wenn mich einer explizit fragt, Uwe, was nimmst du? Ich habe natürlich auch zwei, drei Produkte, die für mich Sinn machen. Da sind wir schon wieder beim nächsten Thema. Ja, aber ich glaube, es geht darum, dass einer, der das nicht sich damit beschäftigt, wie ich Tag und Nacht, einfach so einen Leitfaden kriegt. Und das ist auch so eine kleine Mission. Deswegen mache ich auch so einen Podcast. Danke, muss ich dir auch sagen, dass du mir das Forum gibst. Und ja, retten wir die Menschheit. Legen wir los, oder? Sehr gut. Du, pass auf, Uwe, bevor wir loslegen, magst du dich vielleicht nochmal, weil diejenigen, die dich noch nicht kennen, ne, magst du dich vielleicht nochmal ganz kurz in so ein paar Sätzen vorstellen, wer du bist, was du gemacht hast, deine Vita, weil ich glaube, das ist wichtig, damit die Leute einfach wissen, wen haben sie denn da eigentlich sitzen? Ja, ich bin in Hannover geboren, norddeutscher Jung, genau wie du. Hab 1985 habe ich mit Training angefangen im Fitnessstudio. Vorher war ich Leichtathlet. Norddeutscher Meister Kugelstoßen und so weiter. Also Kraft, Schnellkraft ist halt eine meiner Talente. Ich habe eine Genetik für diesen Sport, auch ein wichtiger Punkt. Ja, also ich habe früher mit Kugelstoßen, Speerwerfen auf Krafttraining sehr gut reagiert, schon im Verein. Da habe ich noch lange kein Bodybuilding, vernünftiges Training gemacht, aber ich habe schon gesehen, wie ich zugelegt habe. Habe dann meine Trainerscheine gemacht, Training, Ernährung, Mentaltrainer, habe dann seit 1990 im Studio gearbeitet und seit 1996, boah, das sind auch schon wieder, ne, wie viele Jahre, viele Jahre, bin ich selbstständig als Ernährungsberater, als Trainer. War selber auf der Fitnessbühne, deutscher Meister bei der GmbF, Natural Bodybuilding Verband. Wow. Und habe ein paar Leute auf den Erfolg geführt. Ich glaube, es muss jetzt reichen zur Selbstbeweihräucherung. Habe jetzt aber 90% Endverbraucher und ab und zu nochmal einen Athleten, der mich nochmal fragt, weil ich halt einfach schon so viele Jahre dabei bin. Ja, und wie gesagt, eine gewisse Demut. Ich weiß jetzt schon relativ viel, aber es gibt noch so viele Zusammenhänge und der Mensch ist immer individuell. Von daher bleibt die Reise weiterhin spannend, freue ich mich drauf. Und Sehr cool, sehr cool. Ich glaube auch, das reicht.
Also, wenn du dir nicht auf die Schulter klopfst, Uwe, dann klopfe ich dir doch mal auf die Schulter. Dankeschön, ja. Genau. Nein, Ja, vielleicht für die aber. Leute auch mal ganz wichtig. Es geht ja nicht um mich, es geht ja darum, nur Studien zitieren, die habe ich auch immer da. Ne? Ich kann das alles inzwischen mit über 3000 Leuten aus der Praxis abgleichen, was davon wirklich relevant ist oder was halt eben der Vorteil ist. Das kann man jungen Trainern auch gar nicht vorwerfen. Ich habe auch so schon viel falsch gemacht. So viele werden die nie falsch machen, wie ich falsch gemacht habe in den ganzen Jahren. Ne? Ja. Aber deswegen bin ich der, der ich jetzt bin. Geil. Ja, du, dann, was soll ich sagen? Wir haben den richtigen Mann am Start, um jetzt mal hier so ein paar Mythen wieder Yo, ja, Bro! zu validieren, sagen wir es mal so. Du, Dann validier lass doch uns aber mal. nochmal mit den Diät- oder Ernährungsmythen, wo wir letztes Mal aufgehört hatten, nochmal ein, zwei weitermachen, weil ich hatte nochmal so ein paar spannende hier rausgesucht. Ja. Und zwar hatte ich Folgendes gefunden. Ohne Frühstück nimmt man ab. Automatisch. Ne? Lässt einfach das Frühstück weg und dann wird das schon so. Was hältst du davon? Wenn das Weglassen des Frühstücks zu einem Kaloriendefizit führt und sonst organisch, hormonell und so weiter alles im grünen Bereich ist, dann kann ich damit abnehmen. Würdest du Das ist das rein das denn? Sachliche. Es fällt Ja. ja eine Mahlzeit weg, führt das bei dem Kunden dazu, dass er ins Defizit rutscht, dann führt das zu einem Fettverlust. Ich will da mal ein bisschen bohren, weil es mich wirklich auch selbst interessiert. Gibt es da irgendwelche gesundheitlichen Aspekte, also positiv oder negativ bei, auch wenn man das Frühstück eben weglässt oder wenn man Frühstück zu sich nimmt? Also, weil ich kann nur von meinem persönlichen Empfinden sprechen. Ich versuche mittlerweile so in dieses 8 Stunden Essfenster reinzukommen, aber es fällt mir extrem schwer. Hat vielleicht auch den Hintergrund, weil ich morgens früh einfach immer Sport mache und gefühlt mein Körper mir sagt, Gibst du Christian, die Antworten schon selber? du Gibst brauchst du die halt was Antworten zu schon essen, selber? so. Ja. Aber ich funktioniere persönlich nicht so gut, glaube ich, wenn ich eben nicht frühstücke. Und das, aber bei mir ist immer einfach diese gesundheitliche Frage dahinter. Ist da irgendwas Ja, dran, ja. was man wissen sollte oder nicht? Du hast dir die Antwort eigentlich genau gegeben, warum ich auch diese Leute so coache. Für dich, ne, du fühlst dich damit nicht gut, du bist ein Morgenstrainierer, ne, du musst sogar dann was zuführen, was wir schon besprochen haben. Du musst das auch, ist es auch wissenschaftlich völlig scheißegal, ob das irgendwo, was eine kleine Relevanz hat. Ich bin jetzt mal so ein bisschen so hart, mehr oder weniger, Ja. ne? Wenn das nicht in deinen Lifestyle reinpasst, du nach dem Training nicht regenerieren kannst, weil du meinst, oh, ich muss jetzt noch essen und nicht essen und so weiter. Leute, ne, wir müssen ein Modell finden aus den ganzen Sachen, was raussuchen, was für unseren Alltag passt, wo wir leistungsfähig sind. Wenn mich einer fragt, wie messe ich gesunde Ernährung? Wenn du von morgen, lieber Christian, bis abends leistungsfähig bist und es dir gut geht, dann haben wir die richtige Ernährung gefunden. Es ist scheißegal, welche Studien dafür und dagegen sind. Das mal so allgemein vorweg, ne? Mit Ja. dem Frühstück. Da mache ich so, da kannst du stundenlang sagen, da gibt es Aufschreie ohne Ende. Viele Mütter haben mich nach einem Ernährungsvortrag irgendwie, wollten sie mich fast umbringen, und sie sagen, ja, ich bringe meinen Kindern jetzt schon seit Jahren bei, dass sie unbedingt frühstücken müssen und so weiter. Ne? Ja. Die haben sich als Mutter an sich angegriffen gefühlt, weil ich gesagt habe, der Frühstück ist optional. Was ich meine? Also Oha. da, Ja. ja, also da wirst du keine befriedigende Antwort geben, mehr oder weniger. Du musst es wirklich, trainiert einer morgens, sehr früh morgens, dann muss er danach frühstücken, ne, damit er halt eben keine Muskulatur regeneriert, das haben wir ja schon mal besprochen, deswegen auch. Und ich denke mal, wenn man zu dem Körpergefühl zurückkommt, und viele Leute kriegen morgens einfach nichts runter. Ich kenne halt eine Handvoll sofort aus meinem Freund, Bekanntenkreis, die kriegen morgens nichts runter. Warum muss man so extrem über die ganzen Körpersignale gehen? Weil irgendeiner, ne, mal bucklige Studie rausgebracht hat, dass man das muss. Ja. Ich bin sehr freiheitsliebend und so, und ich mache das wirklich abhängig. Einzige Ausnahme für mich ist halt eben als Sportler, als Athlet und als Coach, wenn ich morgens trainiere, muss ich sogar frühstücken. Sonst ist es optional, meiner Meinung nach. Und du Ja. hast ja auch, wie gesagt, die Antwort für dein Leben schon gegeben. So möchte ich es eigentlich mal belassen. Ne? Wenn das Okay. dazu führt, dass die Leute, wenn sie sagen mal, die lassen jetzt gezwungen das Frühstück weg, aber holen das dann nachher auf und fallen dann vor mir das in den Heißhunger. Ne? 8 Stunden nicht gegessen, geschlafen, dann ne, Frühstück weggelassen, bis es Mittag in der Kantine ist und sie sind zwischendurch schon ab 10, 11 schon ne, nicht mehr so Ja. richtig leistungsfähig, haben ein Ja. wichtiges Meeting, verkacken vielleicht einen 10.000-Euro-Auftrag, ich mache jetzt mal ein bisschen bunt. Ja. Ne? Das ist auch nicht die Lösung, dass ich da sage, ne, ich frühstücke nicht oder ich mache da Pause. Viele zwingen sich immer in irgendwelche Social-Media-Trends oder Muster rein. Hey Leute, stellt die Verbindung zu eurem Körper her, die Körpersignale. Ne? Bin ich da im Unterzucker, ist doch scheißegal, 2 Stunden. Weißt du, wie ich meine? Ja, Oder wirst du verstehe ich, verstehe depressiv? ich. Muss gucken, ne? Messt die Ernährung wirklich daran,
Wie bin ich von morgens bis abends? Bin ich da leistungsfähig? Habe ich gute Laune? Das sollte euer Maßgeb sein. Alles andere haltet ihr nicht lange durch. Das geht so ein Also bisschen Frühstück zu. für mich optional. Ja, okay, verstanden. Das geht so ein bisschen zurück zu diesem, was wir beim letzten Mal besprochen hatten mit Back to Basics, ne? Irgendwie so auf sich selbst hören und die Basissachen erstmal irgendwie richtig ordentlich hinbekommen, Ja, ne? aber ich sag, So. nach Training ist auf jeden Fall klar, da ist der Bedarf da. Ne? Das wäre ein Muss, dann würde ich sagen, da muss frühstücken. Ja. Und wie gesagt, führt es dazu, dass ich vormittags dann in Unterzucker in gefährlichen falle, dass ich Hm. vielleicht beim Auto im Außendienst verunglücke, weil ich im Unterzucker falle. Dann muss ich natürlich auch sehen, dass ich da was lose. Aber ihr seht, das muss man auf den Alltag anpassen. Frühstück permanent weglassen oder machen müssen, kann ich sagen, nein, es ist optional. Okay, verstanden. Ich habe noch einen weiteren für dich. Viel Schwitzen lässt die Fettpolster verschwinden. Schön wäre es. Ne? Da braucht man keine Ernährung, keine Diät machen, setze ich mich von morgens bis abends in die Sauna. Ja. Ne? Ich habe dann auf der Waage, wenn ich schwitze, dann habe ich halt weniger Wasser raus und so weiter. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja. Weil die Sauna ist halt eine Regenerationsmaßnahme, ne? Muskulatur und so weiter sind und auch psychisch zum Abschalten eine gute Sache, darf also nicht übertreiben, ne? Weil ein Entwässern oder stark Wasser ins Entziehen wird lebensgefährlich. Das Blut tickt ein, das kann auch zum Herzstillstand führen. Also das ist ein totaler Bullshit. Es ist natürlich Wunsch, auch Leute, die sagen, die viel schwitzen, sind unfit. Absolut, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, das ist absoluter Bullshit, weil das Schwitzen ist ja ein Kühlmechanismus des Körpers. Und wenn man Leistungssportler beobachtet, nur wenn die schon an das Training denken, oder bei mir ist es so, wenn ich zum Training fahre, weiß ich jetzt, da kommen 1,5 Stunden, vielleicht bei dir auch so, dass ich sage, hey, da fängt schon an zu schwitzen, weil ich gehe schon im Geist, ne, die Übungen durch und der Körper bereitet mich schon vor, indem ich anfange zu schwitzen. Also ich bin im Grunde schon halb klitschenass, wenn ich im Studio angekommen bin, weil ich weiß, jetzt kommt 1,5 Stunden Vollgas. Weißt du, was ich meine? Auch das ist ein totaler Quatsch. Ne, Schwitzen ist, wie gesagt, ein Schutzmechanismus vor Überhitzen. Und wie gesagt, ich kann einen kurzfristigen Wasserverlust generieren, aber sonst. Und wie gesagt, das wird dann eher gefährlich, wenn ich das übertreibe. Diese Schwitzanzüge und alles, gibt es ganz langes Quatsch. Das ist Wasserhaushalt manipulieren und eher im übertriebenen Maß gesundheitsschädlich. Wenn man das jetzt aber mal so ein bisschen weiterspinnt und auf dieses Thema Schwitzen, also ich glaube, viele haben so den Gedankengang, okay, ich schwitze mehr beim Cardio-Training, also dass man so in diese Richtung geht, ne? Und Ja. deswegen sollte ich, um mehr Fett zu verlieren und abzunehmen, sollte ich halt mehr Cardio-Training machen als jetzt Muskelaufbautraining. Ich glaube, das ist ja auch eher, also einer der Hintergründe dieses Ah, okay. Mythos. Wie siehst du das denn? Also ist da was Wenn dran oder Sie ist das Öl auch Quatsch? ausschwitzen würden, wenn Sie Öl und Fett ausschwitzen würden beim Cardio-Training, würde ich sagen, dann macht Cardio. Da sie aber das Körperfett nicht wegschwitzen und sondern nur Wasser rauslassen, mehr oder weniger. Und wie gesagt, wir wollen ja auch im Endeffekt, ist ja unser Ziel bei der Figurgeschichte, wir wollen Muskulatur erhalten und Körperfett abbauen. Ne? Für Körperfettabbau ist das Kaloriendefizit entscheidend. Das kann ich auch durch Krafttraining oder was anderes auslösen. Und ich muss halt eben Krafttraining machen, um die Muskulatur zu erhalten. Ausdauertraining. Es gibt viele, zum Beispiel Naturalathleten, Leistungsathleten, deutsche Meister und richtig gut sind. Die machen fast überhaupt kein Cardio und erreichen halt Körperfett, von dem Lieschen Müller da draußen nur träumen kann. Das ist dann ein Instrument, sag ich mal, aber absolut im Grunde dafür nicht notwendig. Das wird über Ernährung gesteuert. Ich sollte halt eben zweimal die Woche Ganzkörperkrafttraining machen als Einsteiger, um die Muskulatur zu retten, weil ich will ja nicht nur leichter werden, sondern ich will ja die Figur auch formen. Ne, das mal dazu. Aber das mit Schwitzen und Zusammenhang Fettverbrennung ist halt eben da totaler Quatsch. Ne? Das ist halt ganz einfach Trainingslehre oder anatomische Kenntnisse, Krafttraining first. Und das Ausdauertraining oder wie viel Ausdauertraining ich machen muss nachher. Das ist halt so eine Geschichte, wie ist der Stoffwechsel, was will ich mir gönnen, auch noch an Zusatzkalorien und so weiter, die muss ich dann vielleicht damit wegmachen, weil ich kann ja nicht dauernd Krafttraining machen. Ja, ich glaube, das ist damit ganz gut beantwortet. Ne? Das ist halt Absolut, eben absolut, im absolut. Kalorienverbrauch, aber ich schwitze kein Fett aus. Ja, nee, du, ich, ist Aber diese aber Wahnsinn. Kardio-Orgien bei den Frauen sind total beliebt. Ne? Diese Kardio-Orgien stundenlang auf dem Crosstrainer rumhandeln und so weiter, hier und da. Aber wenn Sie das stattdessen Krafttraining machen würden, auch mit schweren Gewichten, Ja. würden Sie schneller, besser und so weiter. Ja. Ja, aber es ist halt einfach witzig, was da draußen so an Sachen kursiert, ne? Also Wahnsinn, dass man denkt, okay, wenn ich viel schwitze, dann verbrenne ich auch mehr Fett. Also wie kommt man auf sowas? Aber hey, deswegen ist es ja ein Mythos, den wir ja einmal klären wollten, ne? Richtig, So, genau. und das führt mich aber ich sag mal, jetzt eher mehr so solchen Fitnessmythen, ja? Das ist eine ganz gute Überleitung gewesen. Denn es gibt ja auch den Mythos, dass man Fett in Muskeln umwandeln kann.
durch Krafttraining. Das ist ja, wie oft habe ich das gehört, als ich ins Gym gegangen bin? Ja, das ist so, für mich ist es einer der größten und weit verbreitetsten Mythen überhaupt. Was sagst du denn dazu? Fett in Ich muss mal Muskeln aufpassen. umwandeln. Ja, ich muss immer aufpassen. Ich weiß, ich muss manchmal muss ich dann immer, ich kenne den natürlich auch, hab den jetzt aber immer, und musste den auch nicht so richtig ausführlich beantworten. Die lachen immer nur, dann gehen die Kunden schon weiter. Man müsste dann eigentlich nur, um das Ganze, um, sagen wir mal, wenn man schnell Variante machen will, gucken, Muskulatur ist Wasser und Eiweiß und Aminosäuren, Zusammensetzung chemisch, und Fette sind Glycerin, Fettsäuren und Wasser. Also ist auch von der Zusammensetzung her, chemisch geht das schon mal gar nicht, weil es ganz andere Baustoffe sind schon, da geht es mehr oder weniger. Und ja, wenn das funktionieren würde, dann würde ja ein 180 Kilo fettes Bürotäter, Schweinchen, ne, ohne Probleme innerhalb von 2, 3 Monaten, keine Ahnung, noch einem Jahr Mr. Olympia werden, weil er hat ja schon so viel potenzielle Muskelmasse. Völliger Aber wie gesagt, Quatsch. die einfachste Begründung ist einfach, es ist chemisch anders zusammen, es sind andere Baustoffe anders zusammengesetzt, wenn man weiß, ne, aus was Fett besteht, ne, aus Glycerin, Fettsäuren, was wir schon besprochen haben, also chemisch ganz anders. Von daher ist es total Bullshit. Ja. Okay, das heißt, eigentlich ist es ja dann eher so, ne, das eine ist Fett zu verlieren und gleichzeitig aber Muskeln aufzubauen. Das eine will Was? man dann eigentlich nicht zu tun. So, so kann man es Genau, ja das kann ich sagen. aber nur, ja, genau, das kann ich nur, das müssen wir auch, richtig effektiv nur machen als Einsteiger. Wenn mein Ausgangsniveau auf das Krafttraining so niedrig ist, dann kann ich gleichzeitig noch Muskulatur aufbauen und Fett abbauen. Später wird das dann halt immer, wenn dieser Anfängerbonus, sag ich mal, die ersten Monate vorbei ist, immer schwieriger, weil da muss ich wirklich einen Überschuss generieren, ne, phasenweise. Also diese Body-Rekomposition gibt es ja auch von einigen Personal-Trainern, aber das geht nicht so in dem Maße, dass es optimal auch in beide Richtungen geht. Es geht schon so ein bisschen, ist aber sehr tricky mit Tracken und so. Da musst du schon extrem die Ernährung auf dem Schirm haben. Das geht auch, aber sonst geht es nur in die eine andere Richtung mit Vollgas halt. Aber Umwandlung, Quatsch. Das war einer der genialsten Dinge, die ich immer gehört habe im Gym. Fand Ja. ich sehr lustig. Du, pass Vor allem ist auf. es sogar noch das Gegenteil der Fall, noch, und das zum Ergänzung zum Schluss noch. Je höher mein Körperfettanteil ist, umso niedriger ist mein Testosteronspiegel. Das heißt, wenn jemand sagt, er will Muskulatur aufbauen, dann sollte er immer erstmal abspecken. Das ist auch ein riesengroßer Mythos, mehr oder weniger, darauf. Weil je niedriger das Körperfett wird, umso höher ist der Testosteronspiegel. Wenn ich Stoff zuführe, ist natürlich kein Thema, ne? Aber je niedriger der Körperfettanteil ist, umso höher ist der Testosteronspiegel der körpereigene, kann ich natürlich leichter Muskulatur aufbauen. Auch da, deswegen hat sich das dann schon auch wieder erledigt. Ne? Wenn jeder Mann mit 30% Körperfett oder eine Frau mit 40, 45% Körperfett, dann ist auch der Testosteronspiegel sehr ungünstig, sehr östrogendominant. Und von daher lässt sich dann relativ schwer Muskulatur aufbauen. Von daher ist sogar fast der Gegenteil des Falles. Aber da sollte mal jeder, der hier gerade zuhört und zusieht, sollte da mal ganz genau hinhorchen, was du gerade gesagt hast, ne? Weil das ist auch extrem wichtig. Adrenalin ist extrem wichtig für Muskelaufbau, ne? Korrigiere mich, wenn ich jetzt hier was Falsches sage. Aber wenn du Adrenalin, dann. wie kommst du an Testosteron, meinst Ja, genau, so, aber das Ding ist, wenn du eben einfach Übergewicht hast, dann hast du davon halt einfach weniger, zu wenig, ne? So, genau. und Ganz das schwere, brauchst ganz du. schlechte Bedingungen. Ja. Genau, deswegen ist ja der bessere Weg, erstmal abzunehmen und dann, Immer, ne, immer, zu gucken, dass man immer, Muskeln aufbaut. Ja, immer. und wenn ich mir dann so einen Mythos reinziehe, dann denke ich mir, wie kommt man auf so einen Schwachsinn? Aber okay, hey, ne, auch der ist geklärt. Ich habe noch einen weiteren für dich aus dem Fitnessbereich. Ich kann mir die Fettzonen, die ich am Körper habe, ja, sagen wir mal hier, man will ein Sixpack haben, so, das kann ich mir gezielt wegtrainieren. Wenn ich nur Sit-ups mache die ganze Zeit, dann werde ich auch ein Sixpack haben. So, Ja. was hältst du denn davon? Gib mir die Adresse von dem Junge, der das kann. Der wäre reicher als Bill Gates, der wäre nicht mehr hier. Wenn ich das könnte als Coach gezielt abnehmen, dann wäre ich, wie gesagt, dann wäre man nicht mehr hier, würde ich sagen. Weißt du was? Geh mal weg mit deinem Podcast. Dann will ich dir von Bahamas irgendwie goldene Visitenkarten schicken, goldene. Nein. Fettverteilung ist einmal, wenn man alles richtig macht, eine genetische Geschichte. Fettverteilungsmuster. Es gibt ja Apfel, Birnentyp und so weiter hier und dort. Wer wo zuerst abnimmt, kennt man wahrscheinlich selber. Ich zum Beispiel bin jemand, der schneller Gesicht abnimmt zuerst. Ich sehe aus wie der Tod. Ne? Viele Frauen, brauchen wir auch noch rumzuschauen, die nehmen zuerst am Busen ab, im Gesicht, wo sie gar nicht wollen, bevor es an Po und Hüfte und so weiter geht. Da kannst du mit Übungen drauf rumhämmern und so weiter. Du musst halt immer weiter absenken, bis das passt. Also das ist durch Übungen überhaupt nicht zu beeinflussen, so gut, nein, gar nicht.
Ja. meines Wissens und auch nie aus der Praxis. Und im Gegenteil, wenn ich nur Bauch, 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 Bauch mache, der Gegenspieler auf der anderen Seite ist der untere Rücken. Das heißt, ich verkürze die Bauchmuskulatur und mein Becken wird weiter in eine Hohlkreuzposition reingezogen. Also außer, Ja. dass ich Rückenschmerzen kriege und muskuläre Disbalancen forciere durch Einseitiges-Training, habe ich nichts davon. Also viel Bauchtraining bringt Rückenschmerzen, aber kein Sixpack. Ja, heißt das denn auch, dass man im Prinzip eigentlich, gut, du hast jetzt gerade so ein bisschen ein anderes Beispiel genannt, aber grundsätzlich sagen kann, dass man vom Ding her überall am Körper fast gleichmäßig abnimmt, außer Das jetzt wäre schön. genetische? Leider nicht. Ne, Leider okay. nicht. Leider nicht. Ich hab, glaube ich, in 26 Coaching-Jahren zwei Frauen getroffen, die gleichmäßig an allen Stellen gleichmäßig abgenommen haben. Absolute Ausnahme. Absolute Ausnahme. Oft Okay. hier Frauen, Gesicht, Busen zuerst und dann geht es an Po und Hüfte. Spannend. Spannend. Hätte Ja. ich Ist ja auch so ein wusste bisschen ich. Kinder, ist ja auch so ein bisschen mit der Evolutionsgeschichte. Ne? Man will dieses ungeborene Leben schützen, ne? Rund um den Bereich inneren Sinne, Bauch, Hüfte, bla bla bla, ne? Fruchtbarkeitsgeschichte, kennst du das auch von anderen Völkern auch. Da sind wir auch noch, sage ich mal, noch in dem anderen Zeit-Evolutionsfenster Ja. noch so ein bisschen. Ja. Ne? Nein, nein, aber ich sage, genetischer Schlüssel durch Übungen lokal nochmal zusammenfasst, nicht zu machen, außer muskuläre Ja. Disbalancen und Okay. Bei Frauen erschließt sich mir das. Wieso ist denn das bei Männern so, dass sie häufig auch mit einer, also eher so im Bauchbereich das Fett ansetzen? Kannst du das sagen? Das interessiert mich einfach mal so. Finde ich spannend. Bei Männern ist es, ist dieses, ist Bauchfett, ja, einmal ist es manchmal, gibt zwei Arten, ja, wie es entsteht. Einmal ist es halt eben der Kalorienüberschuss, das Permanente, ne? Weißt du, Ja. beim Bier trinken, aber oft ist es auch eine Cortisolplauze. Das heißt, Männer, ne, kannst du beim Unternehmer beobachten, die, ne, aus dem Studium kommen und dann eine eigene Firma gründen, die werden 8 bis 10 Kilo schwerer, weil sie auf einmal diesen Stress des Unternehmers haben. Das ist halt eine reine, auch wieder eine hormonelle Geschichte. Cortisol, Stresshormone. Dass das Hormonspiegel sinkt, Östrogen, das weibliche Hormon, das Bauchfett, in meinem Fall, das ist voll Östrogene. Da wird permanent sozusagen Wow. Östrogen rausgefeuert und Wow. senkt den Hormonspiegel. Also wie gesagt, es gibt einmal einen Test, wenn du so willst, einmal eine Stress induziert, hauptsächlich, das meiste ist ja eine Mischung aus beiden, aber eine Stress, hauptsächlich stressinduzierte Geschichte. Bei mir, bestes Beispiel, meine kleine Plauze, ich tracke meine Kalorien ja schon seit Jahren, bin definitiv im Kaloriendefizit. Habe also theoretisch und trainiere, habe also alle Voraussetzungen erfüllt für ein Sixpack. Aber durch Corona, durch Existenzgründungsgeschichten und Stress und hier und da bin ich 5, 6 Kilo schwerer und mit Wassereinlagerungen und habe ein bisschen Bauchfett. Obwohl ich, ja, wenn man das nach Fitnesstrainer B-Lizenz und den ganzen, ne, Social Ja, Media ja. Heroes mache, hätte ich ein schaleres Sixpack haben müssen. Also ich habe eine Cortisol, eine kleine Cortisol-Wampe, wenn du es so nennen willst. Ne? Krass, also sowas gibt's auch. Wusste ich gar nicht. Wahnsinn. Ja, Gut zu wissen. ja, ja. Du, ich hab hier noch einen. Da sind wir eben so ein bisschen drauf eingegangen, ne? Aber ich würde ganz gerne, dass du es vielleicht noch einen Ticken mehr erläuterst. Ja. Du generierst, es gibt diesen Mythos, du generierst durch größeren Fettabbau durch Cardiotraining im Allgemeinen. Was sagst du dazu? Weil Nö, Kalorien. ich gehe mal ein bisschen weiter, weil man kennt das ja vielleicht so, dass man sagt, hey, wenn ich eine Stunde laufen war, ja, dann im Regelfall verbrennt das so um die 600 bis 800 Kalorien eine Stunde laufen. Das ist ja deutlich mehr, als ich jetzt hier bei irgendwie einer Stunde hartes Gewichtetraining an Kalorien verbrauche. Meine Frage an dich erstmal, ist das denn so und wie kann man das denn sehen? Auch langfristig gesehen. Sagen wir so, first ist auf jeden Fall, dass sie ihr Krafttraining runterbringen, um die Muskulatur zu erhalten und den Grundumsatz nicht nachweislich abzusenken. Das ist Punkt 1. Wenn sie dann, so was sagen, wenn, also Kaloriendefizit ist ja die Hauptgeschichte. Ne? Ja. Das heißt, ich habe da nur eine gewisse Kalorienmenge und Energiemenge zur Verfügung. Und wie investiere ich die jetzt? Es geht ja eigentlich gar nicht darum, wofür kann ich mehr. Bei vielen Frauen beobachte ich, oder jetzt auch wieder bei Frauen, weil ich fast 80% Frauenkunden habe, in einer Diät hast du ja auch weniger Kohlenhydrate. Ne? Das Ausdauertraining, heftig volle Pulle, bam, 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 wird ja überwiegend aus Kohlenhydraten die Energie regeneriert. Das heißt, sie verbrennen dann vielleicht ein paar Kalorien mehr. Nur die haben schon viel zu wenig Kohlenhydrate, die sie reden, denken, Alltag. Ne? 120 Gramm Kohlenhydrate braucht man schon im Gehirn, nur im Standby-Modus. Ne, wenn du studierst oder was, ist es noch viel, viel mehr. Oder auch das Krafttraining. Kommt mir darauf an, was habe ich zur Verfügung, Christian? Und dann würde ich das Ganze in Krafttraining stecken oder in die Alltagsbewältigung. Weil wenn du zum Beispiel in der Kalorien-App ein Defizit schon geschaffen hast, gäbe es gar keine Notwendigkeit für diese Cardio-Geschichte, Ja. was wir meinen.
Und wie gesagt, die Kohlenhydratspeicher, die werden leer gemacht und dann beobachtet man bei den meisten Frauen, okay, jetzt war ich auf dem Crosstrainer fleißig, ich habe 600, 800 weggeballert, aber dann kommt natürlich ganz normal, 1, 2 Stunden später, der Hunger auf Kohlenhydrate und dann ballern die sich entweder wieder, ne, Pasta, Zucker, Kohlenhydrate drauf und machen vielleicht sogar noch ein Minus. Also sagen, hey, ne, zwar 600 weggeballert, 800 ist schon sehr viel. Also, ne, egal, aber ja, das, was ich meine. Also ich habe nur eine gewisse Kohlenhydratmenge, die ist in der Diät reduziert und die verwende ich dann für Cardio-Training, was mir die Muskulatur nicht erhält, die Kohlenhydrate, die ich noch auch noch anders brauche. Und vielleicht mache ich sogar noch ein Minus, weil ich halt 600 verballere, aber dann diesen Heißhunger kriege, weil die Kohlenhydratspeicher, die ja reduziert sind, leer sind. Also ich habe sogar diese Theorie, dass Cardio Fett macht, weil, ne, 600 verbrannt, 800 danach wieder rein. Weißt du, ich meine, auch so mit Augenzwinkern. Musste man immer das mit Klar. polarisieren. Ja, aber meine Hauptgeschichte ist, ich habe als Coach nur oder als Individuum, als Athlet, hast du nur eine gewisse Menge zur Verfügung, ne, Kalorien und Kohlenhydrate, und wie setze ich die ein? Ne? Für den Job geht schon mal definitiv was weg, sei es geistige, körperliche Arbeit. Und dann habe ich noch ein bisschen was fürs Krafttraining. Und was mache ich halt eben mit diesen wenigen Kohlenhydraten? Ne? Wende ich die wirklich für stundenlanges Crosstrainer hampeln? Ne? Oder setze ich die anders ein? Weißt du, was ich meine? Deswegen bin ich für so wenig Cardio wie möglich, ehrlich, nur dass die Herzgesundheit, wir müssen aus der Herzgesundheitsgeschichte zweimal die Woche ein bisschen das Minimalprogramm machen. Wenn, würde ich sogar sagen, dass das Spazierengehen oder das Low Cardio, also Low Intensity, ja, Liss sagt man ja, Low, egal, dem HIIT überlegen ist, weil HIIT, dieses volle Ballern, verbraucht Kohlenhydrate überwiegend, einmal zu wenig. Ne? Wenn ich aber spazieren gehe, das Cortisol, dieses Stresshormon aus dem Körper rauskriege, was ja überall lauert, haben wir ja schon besprochen, ne? Arbeit, Job, Vergleich, Kaloriendefizit an sich, Training an sich, dann kann ich sogar das Cortisol sogar ein bisschen abbauen. Das heißt im Endeffekt, es geht nicht nur um Kalorien, sondern um hormonelle Reaktionen von Training auf deinen Körper. Spannend. Das heißt, im Grunde bist du dann damit überlegen. Also 90% meiner Abnehmkunden gehen spazieren oder machen moderates, wirklich easy peasy Cardio, aber so wenig wie möglich, haben in der App ihr Kaloriendefizit drin und machen zweimal die Woche Ganzkörperkrafttraining zur Erhalt der Muskulatur. Ne? Ich verschwende nicht mit High-Intensity-Intervalltraining, das ist ja total populär. Ich gucke nicht nur auf die Kalorien, als Profi guckst du auf die hormonelle Reaktion, die das Training auslöst, und da ist dann Cardio nicht geeignet, vor allen Dingen nicht in HIIT-Variante. Kann man das so ein bisschen nachvollziehen? Oder? Absolut. Also Absolut, ne? ich wäre auch auf diese, auf zwei Themen wäre ich dabei halt auch nochmal ganz kurz eingegangen, weil ich hätte zumindest was zu gesagt, nämlich einmal diese Herzgeschichte, also so ein bisschen Cardio. Ich persönlich mache halt sehr viel Cardio, weil ich Ja, das ja. einfach mag, ne, so Ja, Punkt. Aber ja. diese Herzgeschichte, das ist schon richtig, das ist wichtig. Ich finde es sehr interessant. Ich wusste das, ne? Aber ich glaube, Ja. viele wissen es nicht, diese hormonellen Reaktionen. Vor allem im Hinblick auf Stress, ne, dass du eben deinem Körper immer wieder Stress Ja. aussetzt und dich das Ja. und das eben Folgethemen mit sich bringt, die du halt nicht willst, weil du dann eben platt ausgedrückt, ja, es schwieriger für dich wird, dort eben dann Fett zu verbrennen. So, das heißt, vielleicht ist ein Spaziergang manchmal besser, als eine Dreiviertelstunde, Stunde laufen zu gehen. Ne? Das war das Fast Erste. immer, ne? Ja, das war Also das bei unseren Erste. Und Kalorien. das Zweite, Uwe. Was ich mir so denke, okay, wenn ich jetzt nun mal diesen Beutel an Kohlenhydraten, den ich ta tagtäglich zur Verfügung habe und den ich nutzen muss, ne, oder diesen Korb, für was verwende, dann macht es ja schon Sinn, das eben in Muskelaufbautraining reinzustecken. Auch jetzt, Erhalt, Aufbau, ja. deswegen sagte ich eben gerade auch, oder eingangs fragte ich die Langfristigkeit dahinter. Weil man kann ja, Ja. wenn man noch mal einen Schritt weiter geht, okay, ich habe als Mensch einen Grundverbrauch, ja, auf basierend natürlich auch darauf, wie viel Muskelmasse ich mit mir rumtrage, so. Ja. Und wenn ich jetzt sage, ich mache immer nur Cardio-Training, dann wird das mit Muskelaufbau nichts. Das heißt, dieser Grundbedarf, na, sagen wir mal 2000 Kalorien am Tag, jetzt mal als Beispiel, Ja. der bleibt halt irgendwie immer gleich, wird vielleicht weniger, ein bisschen mehr, ein Er bisschen wird weniger, wie auch weniger, immer. weniger, deswegen muss man das natürlich machen, er wird weniger. Genau, so. Und wenn du das jetzt sagst, okay, da verändert sich halt nichts, der wird sogar eher noch weniger. Ich will ja aber eigentlich auf lange Sicht gesehen mehr Kalorien, also einen höheren Grundumsatz haben, um einfach tagtäglich, theoretisch ohne was zu tun, nur im Sitzen, ja, mehr zu verbrauchen, ne? Und dann muss man sich die Frage stellen, okay, wo stecke ich denn diese Kohlenhydrate rein? Und dann macht es ja Genau. wieder Sinn, das in Krafttraining reinzustecken. Das heißt, derjenige, der Absolut. denkt, Fettverbrennung und Gewicht verlieren mache ich am besten mit Cardio, der liegt einfach falsch.
Punkt. Ne? Die, So. die, die gucken halt nur auf die Kalorien, aber das ist halt auch in der Ja. Fitnessindustrie schuld. Ne? Die kennt nur Kalorien und Training. Ne? Aber ich muss gucken, hormonelle Reaktion wird dann ein bisschen komplizierter, ist für Social Media halt nicht so gut darstellbar. Ne? Außerdem verwechseln viele die Begriffe Fettverbrennung und Fettstoffwechseltraining. Wenn ich denke, was geil wäre, wenn ich den Körper lernen könnte, dass er doch überwiegend auf Fettreserven zurückgreift. Das wäre doch cool, oder? Das wäre geil, ja. Genau, und das mache ich durch dieses Langsame, wieder mit dem Langsamen. Ne? Nicht nur, dass ich Cortisol aus dem Körper kriege, sondern ich lerne auch durch dieses langsame Training, spazieren gehen, ganz langsam walken, dann, ne, das ist eine aerobe, überwiegend aerobe Energiebereitstellung, das kann ich zum größten Teil aus Fettreserven rekrutieren. Je intensiver das wird, mit Intervallen und so weiter, was erkennt, das typische HIIT, umso größer ist der Anteil der Kohlenhydrate, die wir kaum zur Verfügung haben in der Diät. Was ich meine, also gleichzeitig Fettstoffwechseltraining betreiben, den Körper lernen, Fette zu rekrutieren, überwiegend ist doch viel, viel schlauer. Ne? Und nicht nur auf die Kalorien schauen und wie gesagt, mit Krafttraining die Kalorien dafür die Kohlenhydrate, weil die kann ich, da kann ich nur, Krafttraining kann ich nur Kohlenhydrate und Phosphate die ersten Sekunden, ne, verwenden. Bei der Ausdauertraining habe ich aber die Wahl. Durch die Intensität, ne, lerne ich den Körper Fette zu verbrennen, durch Low Intensity, oder nehme ich die reduzierten Kohlenhydratspeicher dafür her, löse Heißhungerattacken aus. Habe jetzt, glaube ich, ne, ganz gut erläutert. Ist Quatsch. Bodybuilder muss man noch anschauen. Da rennt keine High Intensity auf dem Laufband rum. Die machen morgens ihre Schritte. Die gehen, ne, die machen dieses gemütliche Gehen, Licht im Auge, machen dann ihren Social Media Geschichte und so weiter auch. Von denen kann man es teilweise lernen, obwohl die gesagt sind, natürlich unter Chemie. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut die Zusammenhänge erklärt, mehr oder weniger, ne? Es geht um Fettstoffwechseltraining und es geht darum, wie setze ich meine Kalorien oder Kohlenhydrate ein, die ich in einer Kaloriendiät habe. Ja, absolut. Finde ich mega. Das bringt mich aber zu dem, so ein bisschen hast du es gerade eingeleitet und auch schon erläutert, aber das bringt mich trotzdem zu dem nächsten Mythos, dass man je mehr Training, desto besser, ja, für den Muskelaufbau und generell im Fitnessbereich. Was hältst du davon? Ja. Du sprichst wirklich die richtig guten Sachen an, die halt eben wirklich so weit verbreitet sind. Ne, die Industrie forciert das und so, ey, die bieten sich gegenseitig Facebook-Gruppen, ey, ich trainiere viermal, fünfmal, sechsmal. Also diese Pensen, genau, und Volumina, die die Leute da trainieren, das ist teilweise mehr als das, was Mr. Olympia und so weiter zusammen trainiert, weil sie meinen, sie müssen so viel machen. Ne? Es gibt das ganz einfache Prinzip dieser Superkompensation. Der Muskel wächst nicht im Studio, liebe Leute, sondern wenn ich zu Hause bin. Ne, also ich bin hier leistungsfähig, nach dem Training bin ich nicht so leistungsfähig, dann muss ich regenerieren. Und dann, wenn ich einen trainingswirksamen Reiz gesetzt habe, superkompensieren, also werde ich über den nächsten, ne, auf den nächsten höheren Stand landen. Es ist ein Wechsel von Regeneration und von nichts. Und dieses Regenerationsthema wird in der Fitnessindustrie kaum besprochen. Bei den Athleten, die achten natürlich schon ein bisschen drauf. Deswegen sind sie auch besser und es ist Bullshit. Es ist individuell, wer wie viel Volumen wegstecken kann. Leute, die unterstützt sind mit Drogen, profitieren von mehr Volumen. Aber ich kann mir diese Leute nicht als Vorbild nehmen, weil ich regeneriere, ne, als nicht Naturalathlet ganz anders. Und der beste Weg, sein Testosteronspiegel zu senken, ist viel und oft und lange im Studium zu handeln. Okay. Ja, aber das heißt ja auch also im Gegenzug dann, dass man eben geh da gerne noch mal ein bisschen näher drauf ein, warum das denn so wichtig ist, dass man eben diese Ruhephasen einfach einlegt. Also dass dieses Ding von je mehr Training, desto besser, dass das halt schwachsinnig ist, sondern die Ruhephasen sind wichtig. Kannst du noch mal erläutern, warum die denn so wichtig sind? Weil sie sind extrem wichtig. Ja, ich hab bei dem Krafttraining, mal so ins Feinstoffliche gehen, sind ja Muskelfasern zerrissen worden. Ne? Die werden dann ja, müssen ja wieder gepflegt werden, dann muss ja Eiweiß, Aminosäuren herantransportiert werden, die ganzen Drähte, ne, sage ich nochmal bildlich, immer, ne, dicker, fester zusammenbauen und so weiter. Gibt es so ein bisschen in Z-Scheiben, egal, wurscht. Aber eben, das dauert, bis ich diese, ne, der Muskelkater, das hat auch nichts mit Laktat oder mit Milchsäure zu tun. Muskelkater ist nichts anderes als diese kleinen mikrotraumatischen Risse, Verletzungen. Da lagert sich Wasser ein in diese Muskulatur und dieser Druckschmerz, das ist dieser Muskelkater, mehr oder weniger. Ne? Das muss erstmal alles wieder repariert werden, diese Strukturen. Da geht schon ein bisschen Zeit hin. Dann müssen die Kohlenhydratspeicher in der Muskulatur, in der Leber, ne, wieder erneuert werden, aufgefüllt werden. Sehnenbänder, Gelenke sind schlechter durchblutet als Muskulatur. Die müsste man sogar noch mal extra auf dieser Schleife be betrachten. Ne? Die müssen ja auch wieder regeneriert werden, damit die Sehne nicht immer dünner wird und irgendwann mal abreißt. Das Nervensystem, das zentrale Nervensystem, das wird jetzt zwar ein bisschen komplizierter, aber das sind die Faktoren, der die Reizleitungen überträgt, dass ich überhaupt Muskelfasern ansteuern kann. Auch sehr empfindlich und dem muss ich auch eine gewisse Zeit geben. Und das ist halt sehr individuell, wer wie lange braucht.
Aber wie gesagt, die meiste Beobachtung wieder aus der Praxis, ich komme ja aus der Praxis, ist, die Leute sind zu lange im Studio und zu viel und zu oft. Und deswegen ist es auch gar nicht möglich, jedes Training eine kleine neue Bestleistung aufzustellen, was ich eigentlich bräuchte, wenn ich im Sinne von Progression besser werden möchte. Ich muss erstmal dem System wieder die Voraussetzungen schaffen, eine bessere Leistung abzurufen als das Training davor. Und wenn du das siehst, die machen 10 Jahre, sind immer da, sehen immer gleich aus, da passiert überhaupt nichts. Also dieser Wechsel, ne, von hohe Leistung, dann Regeneration, besser werden, das muss ich machen. Wenn ich mich darum nicht kümmere, werde ich nie überdurchschnittlich oder nie groß was reißen. Ne? Kann man das denn umgehen? Also ich bohre da jetzt wieder, kann man das denn umgehen, wenn man dem Krafttraining an den Tagen, wo man theoretisch dann nichts macht, um eben zu regenerieren, um in so eine Ruhephase reinzukommen, dass man an den Off-Tagen dann eben einfach leichtes Cardio-Training macht, also um so dann trotzdem zu trainieren? Ist Zum das Beispiel okay? Also, unterstützend, Massageanwendungen, ne, den alles, was praktisch diese Regenerationsprozesse unterstützt, ne, das Laktat raus, mental abschalten, gemütliches Spazierengehen oder leichtes Cardio, ne, eine Massage, Massage, einen Saunabesuch, Physiotherapie für den höheren Leistungsbereich, dass man mal guckt, ne, Schulterblätter, ist das noch alles, Rotatorenmanschetten und so weiter. Das sind alles so Maßnahmen, die zur Regeneration hören, was im Profibereich teilweise immer noch nicht mal im Profibereich gemacht wird. Und bei Lieschen Müller ist dafür keine Zeit, kein Geld und kein Kopf. Ja, und das passt da rein. Okay. Ich gehe da noch mal einen Schritt weiter. Das bedeutet, oder höre ich daraus, dass es wahrscheinlich sogar gut ist, sich dann nicht am Tag 2 und Tag 3, Regenerationstage, ja, sich einfach nur auf die Couch zu flezen und nichts zu machen? Oder würdest du Nein, sagen, das, ja, das ist wirklich, das ist nicht optimal, das ist echt nicht optimal, das ist Quatsch. Ich muss ja auch, wenn ich Nährstoffe rantransportieren will zum Wiederaufbau, die werden ja auch nur wenn ich durchblute den Bereich, ne, rantransportiert. Also das Flezen habe ich auch alles schon mal selber durch. Der Muskelkater hat 2, 3 Tage länger gedauert, als wenn ich mich moderat weiter bewegt habe. Ne? Aber einfach wieder so als Beispiel wirklich immer, dass die Leute so Bilder im Kopf kriegen. Ne? Ich muss den Muskel durchbluten, spülen, ne? Nährstoffe rantransportieren und das geht ja nur in Bewegung. Von daher, ne, eine aktive Regeneration, immer überlegen. Es sei denn vielleicht, wie gesagt, Sauna, aber da wird natürlich der Kreislauf angeregt und so weiter, auch so Maßnahmen. Das ist eine Mischung. Es gibt passive Regenerationsmaßnahmen, aktive Regenerationsmaßnahmen. Aber die Couch definitiv ist die schlechteste Lösung. Ja, genau. Ich will da mal, Uwe, bevor wir jetzt gleich mal ein ganz, ganz kleines Break machen, will ich vielleicht einmal eine eigene Anekdote dazu erzählen für die lieben Leute Gerne. da draußen. Ja. Mir ist, als ich, im Moment ist mein Pensum, was das Laufen angeht und so, also ist deutlich weniger geworden, ne? So aus verschiedensten Gründen, als das, was ich Ja. jetzt vor einem halben Jahr, Dreivierteljahr, wie auch immer mal gemacht habe, wo ich dann auch wirklich ja einen Marathon und 100 Kilometer Lauf und all so eine Faxen, durchgezogen habe, weil ich da Bock drauf hatte. Ja. Mal ans Limit zu pushen. Oder da, wobei das nicht das Limit ist. Ich glaube, da geht noch mehr, aber das ist ein anderes Thema. Mir ist allerdings aufgefallen, dass wenn ich eben so viel, wenn ich so viel gemacht habe und da meine gefühlt 2, 3 Mal die Woche meinen Halbmarathon durchgezogen habe, einfach nur um in dieses Feeling des wirklichen Stresses für den Körper da reinzukommen und dann mental ist ja eben einfach eher eine mentale Geschichte, ja? Dann ist Ja. mir aufgefallen, dass wenn ich dann im Nachgang, und deswegen kann ich das aus der Praxis heraus auch eben mitgeben, wenn ich im Nachgang mich nichts gemacht habe, ne, Stunden danach, das merkst du dann schon, wenn ich die nächsten 3, 4, 5, 6 Stunden angefangen habe, mich einfach nur hinzulegen, weil ich sage, boah, ich bin heute wieder meine 25 Kilometer gelaufen und ich habe gar keinen Bock mehr, dann sage ich dir, hat sich der Muskelkater oder überhaupt das Körpergefühl, ich habe mich gefühlt wie ein Stein. Ne? Wenn ich aber an, das mache ich wirklich so, ich konnte mich dann kaum noch bewegen, gefühlt. Ne? Ja, Aber Krafttraining fühle ich mich. sobald ich angefangen habe, leichte Bewegung zu machen, minimale kleine Trainingseinheiten, selbst wenn es am nächsten, also ein paar Stunden danach war, ja, Spaziergang, bisschen Stretching, bisschen rumhampeln, so, weißt du, wie mit meinem Thai-Boxen, was ich auch mache, hat Ja, unendlich ja. viel geholfen. Also ihr Lieben, ich kann euch nur sagen, der Uwe hat da 1:1 recht und ich kann das nur bestätigen aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung heraus. Das wollte ich vielleicht einfach nochmal mitgeben. Na super, das ist ja auch wichtig. Also, ja, das erzählt der alte Dame, dass es mal aus der Praxis kommt Ist dann. so, ist so. Aber Also. ist auch, wie gesagt, auch Regeneration ist natürlich genauso individuelle Geschichte wie Muskel, also wie Aufbau. Es gibt auch, wie gesagt, eine gewisse Genetik oder eine gewisse Disposition für Regeneration. Und deswegen kann man diese Downloadpläne und so weiter, alles ja Bullshit. Ne? Ja. Manche stecken
im täglichen 10 Kilometer weg, sage ich mal, ist ja auch was, was man sich jahrelang auch erarbeitet und so weiter, auch bla bla bla. Ne? Deswegen kann ich doch nicht von irgendwelchen Leuten da die Pläne da 1 zu 1 kopieren. Das ist halt immer Du, Wahnsinn. Uwe, wir machen einen kurzen Break, sind gleich wieder da, würde ich sagen, ja? Freunde der Sonne, wir sind wieder da. Uwe, lass uns weitermachen. Jo, Nächster toll. Mythos, den ich hier für dich mitgebracht habe, ja, der betrifft jetzt mal wirklich speziell die Frauen, ja, die sich so ein bisschen Sorgen machen, nicht aussehen wollen, aussehen zu wollen wie Männer. Ja, es gibt diesen Mythos, wenn Frauen zu viel Krafttraining machen, dann sehen sie irgendwann aus wie Kerle. Was hältst denn du davon? Nein. Stimmt nicht. Okay, kommen wir wieder natürlich zu der Begründung. Frauen haben ein Zehntel, ungefähr ein Zehntel des Testosterons, des Muskelaufbauentscheidenden Hormons von dem von der Männer. Klar gibt es auch unterschiedliche wieder genetische Veranlagungen für. Es gibt Frauen, die bauen ein bisschen besser auf, ein bisschen schlechter. Was sie immer fürchten oder was viele dann eben beobachten, die jetzt anfangen im Studio, sie kommen ja von null auf das Krafttraining. Ne? Und bevor das Körperfett auch runtergeht, bauen sie Muskulatur auf, haben dadurch auch schon eine merkbare Umfangsvergrößerung, zum Beispiel an jeder Hose. Und sagen, oh, ich habe eine Beinpresse, ne? Nach 2 Wochen schon, ne? Gibt es erstmal möglicherweise eine Umfangsvergrößerung. Ne, oft schon beobachtet, sagt Uwe, nee, das ist ja scheiß bei dir da mit dem Programm, meine Hose passt mir nicht mehr, ich baue zu schnell Muskulatur auf, bla 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 bla. Das durfte was die beobachten, bevor der Muskel dann da drunter als bester Freund für dich 24 Stunden am Tag das Fett verbrennt, ne, zu dieser Umfangsreduzierung führt. Also das ist so das Klischee, das haben ganz viele so beobachtet. Viele Frauen haben ihre Referenzhose. Wenn sie die reinpassen, Referenzjeans, Referenzhose, ist alles gut. Ne? Es sei denn, die sind auf der Waage fixiert, das sind ja noch die schlimmeren, aber mir sind schon die lieber, die auf Umfänge gehen, weil das ist ja das, was dann auch passiert. Körperfett wird abgebaut, Muskulatur auf und 1 Kilo Muskulatur, wenn man das auf die Waage legt, nimmt nur, oder 1 Kilo Körperfett nimmt 2 Drittel mehr Volumen, mehr Raum ein und deswegen kann man auf der Waage das gleiche wiegen, auch Mädels wieder für die Waage. Ne? Ich kann mit 60 Kilo ausschauen mit flachem Bauch und knackigen Po und Beine und mit 60 Kilo Skinny Fett, ne, was sie oft gibt, das heißt wenig Muskulatur, matschig und von Proportionen ganz anders ausschauen. Also guckt nicht bitte nur auf die Waage, sondern so wie bin ich zusammengesetzt. Aber wie gesagt, einmal nur 10%, also 10, ein Zehntel des Testosterons, deswegen geht es nicht gleich, wenn es ein bisschen Steigerung gibt, gleich das Krafttraining wegschmeißen, weil der Muskel ist der beste Freund, verbrennt 24 Stunden am Tag Fett, gebt euch im Endeffekt auch die Form. Weil alles, was ich euch wünsche, knackiger Popo, feste Beine, schöne aufrechte Haltung, keine Wabbelarme, was ist das alles? Ein gut trainierter Muskulatur. Also Muskel ist euer Freund. Aber geil, wie du das gerade ausgedrückt hast. Das ist so, das ist so. Ich kann dir auch nur sagen, ist jetzt meine persönliche Meinung, jeder hat einen anderen Geschmack, ja. Aber Ja. ich finde Frauen persönlich attraktiver, die eben ja ein bisschen mehr Muskeln haben, aber in dem Sinne, dass das eben nicht männlich wird. Ja, also Bodybuilder-Frauen sind dann nicht so meins, ja, aber die Ja, halt das einfach verstehe ich. knackiger sind als die, die vielleicht die gleiche Kilogramm auf die Waage bringen, aber halt untrainiert sind. Das ist halt Ja, Skinny einfach. Fett, matschig und so. Es wird sich auch, es geht ja nicht nur optisch, es geht auch darum, dass sich das später mal rechnen wird, weil auch die Knochenmasse, die Knochendichte kannst du bis 30 ungefähr noch aufbauen. Also Mädels, bewegt euch noch so rechtzeitig und was danach geht es nur noch abwärts. Also wenn ich mit 40 anfange, meine ich, jetzt muss ich noch was zu retten. Das ist nichts mehr zu retten. Ne? Weil die dicken Knochen, das wird sich aufgebaut aufgrund der hormonellen Geschichte wieder, wird in der Jugend gelegt. Deswegen auch da, ne, gehen noch viele andere gesundheitliche Geschichten mit dran. Bitte 2 Mal die Woche Ganzkörperkrafttraining. Es sind 6, 8 Übungen, ganz nur die großen Muskelgruppen, haben gestellt 30 Minuten. Also wenn er schlau ist, investiert das. Aber das heißt ja auch, ihr lieben Damen da draußen, ihr braucht euch in allermeisten Fällen keine Sorgen darüber machen, dass ihr aussehen werdet wie Männer. Ja? Aber macht Nein. trotzdem euer Muskeltraining, ist extrem wichtig. Okay. Magst du da vielleicht nochmal ganz kurz, weil das sehr, sehr spannend ist und die wenigsten es einfach wissen, das hat jetzt nichts mit, also es hat was mit diesem Mythos zu tun, aber jetzt nicht Ja. generell, auf dieses Testosteron-Thema nochmal eingehen, weil ich glaube, das wissen die wenigsten. Du hast es gerade zweimal angesprochen, 10% von Männern. Aber was bewirkt denn das eigentlich? Was bewirkt Testosteron? Wozu ist es da? Das Was ist bewirkt das das?
entscheidender männliches Sexualhormon, was entscheidend ist wirklich für den Muskelaufbau. Ne, damit wird halt eben Eiweißsynthese und Muskulatur aufgebaut, Eiweiß rantransportiert oder ne, chemischer Prozess, will ich nicht zu kompliziert machen. Aber das ist der Player, der entscheidende Player für den Muskelaufbau. Das männliche Sexualhormon. Haben wir viel, haben wir deutlich mehr. Frauen brauchen es aber auch, viele denken, die brauchen es nicht, weil es gibt auch Krankheitsbilder dann, will ich jetzt nicht vorbeigehen. Auch Frauen müssen eine gewisse Geschichte haben. Und aber ich sage, sie haben halt einfach nur ein Zehntel, deswegen sind es Frauen, deswegen haben sie mehr Östrogen, weibliches Sexualhormon. Und viele Fitnessmodels halt, Bikini-Athleten schon, was halt eben Vorbilder oft sind fast zu 90% unter Testosteronzugabe. Ne? Deswegen sind diese Diäten und das machbar und diese gewisse Muskulatur. Und die nehmen sich halt viele Mädels dann also als Vorteil, ne? Aber die sind fast alle unter Testo und unter Schilddrüsenhormonen. Spannend. Das sind Frage dazu, jetzt mal ganz allgemein gesehen, unabhängig von Männlein oder Weiblein, ne? Was hältst denn du von Testosteronzugabe? Wenn man das moderat macht, ist das was Es Schlechtes? gibt. Also, weil es gibt ja so Dinge, ne? Die werden allgemein als, oh, der ist auf Testo. Ne? Also ich hau das mal so Ja. raus, der ist auf Testo oder ist ganz Ja. schlecht oder sie ist auf Testo. So, Ja. das sind halt so pauschale, ziemlich dämliche Aussagen aus meiner Sicht, die Menschen einfach treffen, wo ich mir denke, ja, das ist nicht weit genug gedacht, was du da machst, mein lieber Freund. Ich will einfach nur mal deine Erläuterung und deine Gedankengänge dazu hören. Ich versuche das mal so ein bisschen einzuleiten. Wenn jemand einfach ein komplettes Testosterondefizit hat, aus welchen Gründen auch immer, ja, Krankheit, was auch immer, Körper ist halt so geschaffen, dann würde ich persönlich dazu neigen zu sagen, wir sollten irgendwie versuchen, da mehr Testosteron in den Körper reinzukriegen, weil es wahrscheinlich besser ist. Oder sehe ich das falsch? Bitte. Absolut, Ja, absolut. okay. Es ist ja eine Vorgesehenheit, dass so wahrscheinlich ist auf Testo, bla bla bla. Weißt du, Beispiel, ich bin 54, 55. Meine Testosteronwerte sind nicht die mehr wie mit 20 und so weiter auch. Und ich trainiere weiter noch relativ viel, bla bla bla, bla habe sehr viel Stress. Ich habe neulich beim Gynäkologen, wie heißt der? Urologen, so. da messen lassen, meiner ist ultra niedrig. Und jetzt denke ich und informiere mich gerade, oder ich habe mich genug informiert eigentlich schon so, bin ein bisschen hin und her gerissen, über eine Hormonersatztherapie, THT nennt sich das ja, ne? Testosteron Replacement Therapie, ist in den USA gang und gäbe, wird uns hier sehr schwer gemacht und sehr verweigert. Also es gibt auf jeden Fall Situationen, da das absolut auch gesundheitlich und so ne, Sinn macht. Das ist der Punkt 1. Wenn es im Wettkampfzusammenhang ist, dann ist es halt immer das Problem, ist es ein Doping und ein Betrug an andere, die natural sind. Das müsste man dann klären. Oder man gibt es halt für alle frei. Und gerade Frauen sind mega empfindlich, was das betrifft, das über den normalen Maß hinaus zu steigern. Die müssen sich ganz einfach eine Liste machen. Vorteile, Nachteile. Und die Nachteile überwiegen extrem den Vorteilen mal so für so Blechpokal, ganz ehrlich, ne, und ein paar Likes auf Dings, sich ihre ganzen Hormonhaushalt, die Fruchtbarkeit dabei zu gefährden und diese ganzen irreparablen Schäden zu holen. Also man muss das auf jeden Fall differenziert sehen. Aber wie gesagt, einmal eine Kosten-Nutzen-Rechnung ist das eine. Es gibt medizinische Indikationen, wo das sinnvoll ist, zum Beispiel Männer 50-50 plus, also auch so ein Tabuthema. Viele Bodybuilder haben es ja als Ersatztherapie, weil die ja durch die exogene Zufuhr, ne, gar keine eigene Produktion mehr haben, mehr oder weniger. Die sind ja alle im Grunde dann unter dem Jahr auf der THT-Testosteron-Ersatztherapie. Und ja, als Lifestyle-Droge, wie gesagt, überwiegen die Risiken den Nutzen, glaube ich. Das ist dann wirklich eine Persönlichkeits- und Lifestyle- oder eine Selbstwertthematik, warum ich auf das zurück. Die Muskeln sind auf jeden Fall geliehen und das stand für mich niemals zur Debatte. Ich bin stolz, jeder Millimeter ist meiner, aber das geht jetzt natürlich auch in meine persönliche Entscheidung. Ne? Aber man muss als Profi unterscheiden, gibt es medizinische Situationen, so pauschal ist das Quatsch. Ja, aber du, danke dir. Also ich finde es halt extrem wichtig, dass die Leute auch einfach verstehen, wofür ist ein Testosteron eigentlich da, warum ist das wichtig. Man sollte eben auch darauf achten und pauschal zu sagen, der ist auf Testo oder die ist auf Testo oder weiß der Geier, was ist halt. Man muss Ja. immer ein bisschen in den einzelnen Themen weiterdenken. Ich glaube, man merkt das ja auch, wenn man mit dir spricht, wie viel Detailwissen da, und du hältst dich ja echt noch zurück, das weiß ich ganz genau, aber wie viel Detailwissen dahinter steckt, was man einfach so alles darüber lernen kann, ja, Ja. unfassbar, unfassbar. Aber pass auf, ich habe hier noch einen weiteren für dich. Der geht so ein bisschen in diese Cardio-Richtung wieder, ne? Ja, pass auf. Fett wird erst nach 30 Minuten verbrannt. Oder erst dann geht's an die Fettreserven. Was hältst du davon? Mythos. Okay.
Weil es ist, ich muss ja wieder Begründung dazu bringen, Ja. es ist trainierbar, es ist Ja. trainierbar, wenn ich so regelmäßig ein Low-Intensity-Training mache, mein List-Training, ne, und ich mache, dann wird der Körper immer besser und immer schneller auf diese Sachen zurückmachen. Es gibt ja nie ein reines, jetzt verbrenne ich nur Kohlenhydrate, nur Fette, sondern es ist immer ein Nebeneinander von verschiedenen Stoffwechselvorgängen, ne, das, aber wie gesagt, es ist absolut trainierbar. Und wenn ich jetzt jemanden habe, der, ne, im Fitnessstudio brav, ne, dreimal die Woche sein Ausdauertraining macht, hinten hinter sein Krafttraining dran, dann hat er garantiert, ne, einen besseren Fettstoffwechsel, hat den trainiert aufgrund dieser ganz normalen Anpassungserscheinung. Und dann ist diese ganze Videos Quatsch. Es kommt auf den Trainingszustand an, wie bin ich einmal zusammengesetzt, Muskulatur zu Körperfett und welche Trainingsintensitäten und welche Trainingsarten habe ich gewählt. Davon hängt das ab. Also das hat dann auch nichts damit zu tun, dass was man wirklich auch häufig irgendwo in Medien schon öfter gelesen und gehört hat, dieses Ding von, naja, der Körper braucht erstmal, um warm zu werden und dann geht er erst in diesen Bereich rein, wo ich dann Fett verbrenne. Deswegen, daher kommt das, glaube ich. Dann erst nach 30 Minuten geht das erst los, weißt du, so und Nee. offensichtlich völliger Quatsch. Okay, gut. Nein, das ist wie gesagt, ne, bei manchen kann es sogar länger dauern, wenn es kürzer, aber es ist, Ja. wie trainiert ist mein Fettstoffwechsel und so weiter. Ja, Ne, das ist die Geschichte. Ja. okay, Aber nur verstanden. Zahl. Verstanden. Ja. Du, ich habe jetzt zum Abschluss nochmal einen für dich. Und zwar, dass häufig gesagt wird, dass das Kaloriendefizit das Allerwichtigste fürs Abnehmen ist. Ja, danke für diese Frage. Echt? Die echt einer gestellt oder hast du die echt gesehen im Internet? Hau raus, bitte. Ich will deine Meinung dazu Ja, wissen. wenn du das postest, dass das Kaloriendefizit nicht das entscheidende Kriterium Ja. oder eins der entscheidenden, ich polarisiere ja gerne, ne, und sage dann immer, dass es das nicht das entscheidende Kriterium ist, dann wirst du in den Facebook-Gruppen von den ganzen Experten zerrissen und wow, du hast keine Ahnung und schau hier und da auch. Es ist eine Voraussetzung. Aber jetzt wieder aus Beobachtung, Christian, kennst du selber aus dem Bekanntenkreis, wie viele Mädels, auch ihr da draußen, kennt ihr, die nichts mehr essen, außer ein Blatt Salat und noch eine Semmel, ne, und jeden Tag ins Fitnessstudio rennen und kein einziges Gramm abnehmen. Wenn das der Fall wäre, dass das Kaloriendefizit das Kriterium wäre, ne, das einzige, das Entscheidende, dann wäre, ne, dann hätten diese ganzen Mädels nicht hier draußen. Da gibt es so viele, die essen fast nichts mehr. 70% der Mädels, die bei mir anfangen im Coaching, essen 700 bis 1000 Kalorien, wenn sie das dann mal protokollieren. Irrsinn, die hätten schon lange gärtenschlank sein müssen. Ne? Die haben mit diesem Brechstangensystem drei Mahlzeiten, zwei Mahlzeiten, eine Mahlzeit am Anfang Abnehmerfolge gehabt, ganz klar, logischerweise ist Fett rausgegangen, ne? Ein bisschen Wasser ist viel weggegangen. Der Low-Carb-Erfolg kommt übrigens so zustande: 1 Gramm Kohlenhydrat binde 3 Gramm Wasser. Wenn ich nach einer Woche meine Speicher 400, 600 Gramm Kohlenhydrate und Glucose leer gemacht habe, sind gleich mal 1,5 Kilo, 2 Kilo Wasser weg. Das ist dieser super Abnehmerfolg von Low Carb. Da koppelt man ein paar Produkte und Diäten dran. Ne? So funktioniert halt die Fitnessbranche, das ist halt Wasserverlust. Aber was war die Frage? Genau, also das Kaloriendefizit ist eine Voraussetzung. Ne? Wenn man sagt, Kaloriendefizit ist die Königin, die Kaiserin ist die Schilddrüse, die Schilddrüsenhormone. Die entscheidet im Endeffekt, ob ich abnehme oder zunehme. Wie gesagt, wir haben die ganzen Mädels, die nichts mehr essen, nehmen nicht mehr ab. Die haben ihre Schilddrüsenhormonproduktion, Low T3-Syndrom nennt sich das, also das T3 ist, ne, runtergefahren. Das ist eine ganz normale Anpassungserscheinung zum Überleben. Aha, da kommt so wenig. Ne? Ich muss sehen, die Flamme, ich sag's mal einfach gesagt wieder, ich muss das, ne, kleiner machen, damit ich mit dem bisschen noch auskomme und die lebenswichtige Funktion erhalte. Also die Schilddrüse ist der absolute Player, die entscheidet das. Man muss nur in die Fitnessbranche die gucken da, die ganzen Coaches, die keine Ahnung haben, die Mädels 6-mal die Woche Cardio machen lassen und 5-fach Split Krafttraining, irgendwann nehmen die nicht mehr ab und die haben keine Ahnung von Zusammenhängen. Und was wird da geschmissen wie Bonbons? Schilddrüsenhormone. Da bin ich auch Okay. darauf gekommen. Ich habe ein paar Mädels zu mir gekommen, die sind auch psychisch fertig und zick und zack und sage ich, und wie war es beim anderen Coach? Ich will es gar nicht schlecht machen, aber das ist leider in der Branche echt so, dass die haben gesagt, keine Ahnung, ballern die Mädels da runter mit noch weniger, isst mehr, ne, bewegt sich noch mehr, frisst noch weniger. Und da ist ganz einfach die Schilddrüse in der Unterfunktion reingerutscht. Ne? Die Werte sind total niedrig, Progesteronspiegel auch runter. Und die Schilddrüse ist die Kaiserin. Ne? Und wie gesagt, die Verbindung von wenig, von Low Carb, wenig Kalorien, viel Training ist der beste Schilddrüsenkiller. Und ich sage mal, 3/4 der Mädels da draußen haben mit der Thematik hundertprozentig zu tun. Sehe ich im Studio überall. Ne? Kaloriendefizit nur, wenn Schilddrüse. Es gibt auch ein paar andere Störfaktoren.
nur mal ganz kurz, weil es auch sehr verbreitetes Frauendomain ist, Eisenspiegel, ne, wegen Zyklus und so weiter, das hat Männer, wir haben nichts mit Eisenspiegel, Eisenmangel zu tun. Das ist eine reine Frauendomäne, also habe ich noch nie gesehen in 26 Jahren. Ne? Auch die Schilddrüse leider, auch bei Frauen viel empfindlicher als bei uns. Wir müssen immer nur mit Testosteronspiegel sinken, kämpfen, wenn wir zu wenig essen, auch keine Fette haben und so weiter, nicht zu viel Training. Aber den Frauen ist viel zu kompliziert, viel zu empfindlich. Aber die meisten Mädels sind mit dieser Kombination aus viel Training, viel Stress, auch Stress geht auf die, das Cortisol geht auf die Schilddrüse. Die Schilddrüse ist die Königin mit Abstand. Ne? Und wenn die nicht läuft, kannst du Kaloriendefizit machen, was du willst. Ohne Eisen genug kann ich in der Zelle, in den Mitochondrien, dieser Kraftwerke der Zelle, auch Kohlenhydrate, Fett und nicht verstoffwechseln. Auch die Energiebereitschaft ist da gestört. Ne? Darmflora, es ist egal. Also es gibt noch ein paar andere Sachen. Nur also liebe junge Coaches, die das noch nie gehört haben, weil sie abnehmen ohne Probleme, heißt noch lange nicht, dass nur Kaloriendefizit und Sixpack-Übungen das ist. Es gibt noch ein bisschen mehr. Und gerade bei Frauen ist es oft ein bisschen komplizierter. Also das dazu. Okay, mega, mega spannend. Aber trotzdem, ich will jetzt mal, ich gehe jetzt mal in die andere Richtung. Man braucht schon ein Kaloriendefizit, um abzunehmen. Ne, das heißt nicht, also es ist ein Teil des Erfolges. Es bringt, also jetzt nicht falsch verstehen, dass die ganzen hormonellen Sachen, naja, dann kann ich ja trotzdem mehr Kalorien zu mir nehmen, als mein Körper verbrennt. Nee, dann werdet ihr nicht Nein. abnehmen. Ne? Okay, gut. Ist ein Kriterium, nur wird in der Fitnessindustrie in so 90% der Fälle als das entscheidende Kriterium gemacht, aber wir haben die Gegenbeispiele, ne? Draußen rumlaufen, die essen fast nichts mehr und haben nach diesen anfänglichen Erfolgen von Wasser- und Muskelverlust und ein bisschen Fettverlust die Schilddrüse in den Keller gefahren und gesagt, ne? Schilddrüse first und dann kommt erst, wenn die läuft, ne? Dann wird erst wieder Kaloriendefizit. Ne? Ja, mega. Uwe, soll ich dir sagen, ich habe meine Mythen hier durch und will dir Sehr erstmal gut. wieder danken. Also, was soll ich sagen? Auch ich konnte heute wieder was mitnehmen. Danke Unfassbar. auch. Ja. Und wollte jetzt einfach noch mal, wie immer, ob du kurz einmal was zu dir sagen willst, noch mal irgendwie, wo findet man dich, wenn man mit dir in Kontakt treten will, wie kann man dich anhauen? Ja, da unten steht der Uwe Köhlinger, wie der Köhler, der mit R. Köhlinger. Wenn man das bei Google eingibt, dann kommen so Proven Expert, so eine Referenzseite. Ich habe im aktuellen Moment auch kein Homepage, da bin ich genau wie du da gerade noch ein bisschen am Basteln, aber da kommen dann Einträge. Bin als Uwe Köhlinger auch bei Facebook, bin als, ja, als Figurflüsterer, glaube ich, weiß gar nicht, als was bin ich auf Social Media, auf Instagram, ich weiß es gar nicht, whatever. Nein, aber wenn man den Namen da unten so Uwe Köhlinger eingibt, das wird ja auch nochmal verlinkt, dann kann man da schon zu mir kommen. Was ich halt neu anbiete, wo ich halt eben, was mir jetzt auch so ein bisschen am Herzen liegt, damit sich das Wissen auch so ein bisschen verbreitet, das habe ich ja nicht nur ich, das haben auch andere Coaches auch, aber das Gros da draußen wird immer noch so ausgebildet, dass es nur um Kalorienzählen geht, ne? Und damit gehen viele, gerade Mädels, in einen sehr großen Leidensweg ein. Ich bilde nach meinem Ausbildung, also meinem Ernährungskonzept oder meinem Betreuungskonzept, muss man eher sagen, Ernährungskonzept habe ich ja nicht, das ist ja unterwiderlich, junge Trainer aus. Das heißt, sie haben 26 Jahre geballte Erfahrung und können das in einem Geil. Online-Zoom-Dingern auch lernen. Die kriegen praktisch Konzept, genauso wie ich arbeite. Also ich verstecke gar nicht. Die arbeiten genauso wie ich, eins zu eins, wie ich die Kunden betreue online. Und dieses B2B oder jetzt mit den jungen Coaches, das liegt mir so ein bisschen am Herzen, um da einfach noch mehr Leute Geil. damit zu erreichen. Ich habe keine Angst, das rauszugeben, weil nur weil die das jetzt so ein bisschen mal lernen, können sie immer noch nicht das Klavier spielen, was ich alles schon gelernt habe. Weißt du, ich meine, also die Branche ist groß genug und viele haben da immer ein bisschen Angst. Aber wen das interessiert, zum Beispiel auch gerade, wie gesagt, junge Trainer, Personal Trainer, die sagen, ey, ich will da ein fertiges Konzept haben und dann noch immer ein bisschen was, was der alte Hund sich alles schon an Fehlern erarbeitet hat. Das müsst ihr alles nicht nochmal selber machen. Das würde mich dann auch freuen, wenn sich der eine oder andere da meldet, dass er da was dazulernen kann. Es gibt auch ein schönes Zertifikat und alles. Sehr geil, Genau. sehr geil. Ja, ihr Lieben, ich kann das nur wärmstens empfehlen. Also, Uwe und ich sind ja auch des Öfteren immer wieder im Austausch und da bin ich sehr froh drüber, weil man lernt immer was dazu und ich glaube, da bist du wirklich der Ich auch Richtige bei den dran, Castings, ne? ne? Aber auch die Frage, was betrifft die Leute draußen, dann aus deinen persönlichen Stories, du bist ja auch sehr aktiv, was Sport betrifft. Also mit Cardio kannst du mir locker was erzählen. Ich bin aber auch einmal Marathon laufen, muss ich sagen, mehr oder Ja, weniger. sehr Und bei geil, den sehr, sehr geil. 70-Jährigen, ich habe in der Liste nachgeguckt, Berlin-Marathon, bei den 70-Jährigen wäre ich Vierter geworden. Guck an, nicht schlecht, Cool, gell? nicht schlecht. Ja, ihr Lieben, also pass auf, ich will das zum Abschluss bringen. Eine Sache noch vorweg, Uwe, beim nächsten Mal, ich habe schon wieder die nächste Idee, gehen wir mal auf, Hey. ja, pass auf, da gehen wir mal so ein bisschen mehr auf, ich sag mal, Alter 50 plus ein, warum es gerade da so extrem wichtig ist,
Krafttraining zu machen, Sport zu machen, was das alles mit den Knochen zu tun hat und mit den Muskeln und die Proportion und wieso und Ja. tralala. Interessantes Das Thema, ist, spannendes glaube ich, Thema. höchst interessant. Das sollten wir Ja. definitiv nochmal durchkauen, aber ich würde sagen, für heute ist es das. Ihr Lieben, alles Wichtige findet ihr unten in der Description, ja, alle Links, alles, worüber wir gesprochen haben, was wichtig ist. Und wie immer, ich sage es jedes Mal wieder, wenn ihr irgendwas mitnehmen konntet heute, ja, und sei es halt nur der kleinste Gedankenanstoß, ihr ein bisschen gelacht habt, geweint habt, weiß der Geier was, ja, dann gerne das Nein, warum sagst du Ganze. mal geweint? Bei uns, wir sind lustig. Ja, du, Nicht so aber was. weißt du, man weint ja auch manchmal vor Lachen. Also hast du auch wieder recht. Das ist Ja, genehmigt. Okay. genau. Nee, aber wenn das so ist, ja, dann gerne weitergeben an einen Freund, Freundin oder Familienmitglied. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und ansonsten wisst ihr ja, ich habe euch alle lieb. Ich wünsche euch nur das Beste. Ich würde sagen, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.